Das Reitsportfestival geht in die nächste Runde und damit ist jetzt auch eine Folgequest bei Sabine reingekommen. Ja Leute, und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video. Das startet jetzt aber erstmal hier bei Lily Bones. Es geht da nämlich darum, dass... man hat es gerade schon kurz gesehen, da hinten hüpft eins rum, dass die Schweine wieder los sind. Beim letzten Mal haben wir sie losgelassen. Und jetzt mal gucken. Diesmal weiß ich nicht. Ich schwöre, ich verspreche es. Tiffany, hast du schon gehört, was los ist? Die Schweine rennen frei herum und stiften Chaos. Hilfst du uns, für Ordnung zu sorgen und nachzusehen, ob jemandem etwas passiert ist? Na klar, das machen wir doch. Und ich habe wieder... Oh ja, die haben aber ordentlich randaliert. Ich habe wieder Bubble Tea dabei. Weil ich mir gedacht habe, hey, es ist einfach nochmal Zeit für die alten Araber, die so herrlich stark sich durch die Gegend eiern. Ach, wir können die Schweinchen gar nicht einsammeln. Wir müssen erstmal das Chaos beseitigen. Okay, denen geht's gut, da ist nichts passiert. Ganz ehrlich, ja, der ist stark sich, aber ich werde nie vergessen, wie unbedingt ich früher diesen Araber haben wollte. Und der wird einfach für mich persönlich ewig einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Weil ich fand halt auch damals den Trab, also generell den Schritt fand ich total toll, weil der so erhaben ist. Den Trab fand ich auch toll und den Arbeitsgalopp fand ich auch toll. Und ach, wie gesagt, die werden für immer, werden die einen ganz, ganz tiefen, festen Platz bei mir haben. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch noch so special alte Rassen habt, an denen ihr total hängt und die ihr auch immer wieder reiten werdet, egal wie sich die Grafik in Star Stable noch verändern wird. Danke für deine Hilfe. Martina ist völlig fertig mit den Nerven, weil ihre Schweine Chaos stiften. Kannst du ihr helfen? Ja, gucken wir mal. Reiten wir mal zur Sunfield Range rüber. Sunfield Farm, so. Ich wollte eben sagen, Sunshine. Zur Sunfield Farm. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wo ist eigentlich die Dina? Die könnt ihr doch hier eigentlich mit anpacken. Mensch, Mensch, Mensch. So, hier geht es erstmal Müll einzusammeln, wo ich dran vorbeigedonnert bin. So. Ach, guck, hier habe ich noch eine Rufquest. Die Schweine sind ganz verrückt, weil sie stresst, in der Fremde und getrennt zu sein. Schweine sind Herdentiere. Sie fühlen sich in der Gruppe viel wohler. Und guck, das Tor ist nicht kaputt. Und da sind auch keine Löcher unter dem Zaun. Weißt du, was das bedeutet? Jemand wurde dazu gedrängt, die Schweine rauszulassen? Da hat sich jemand keine Gedanken um die Folgen für dich und deine Schweine gemacht. Aha, du scheinst genau Bescheid zu wissen. Bist du die Übeltäterin? Was? Nein! Ich war es nicht, aber ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Ich hätte dich nicht verdächtigen sollen. Tut mir leid. All dieses Oink Oink hat mich so aufgeregt. Entschuldige. Ist ja kein Problem. Und wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen die Schweine einfangen und zurückbringen. Tiffany, ich habe gehört, dass du und Bubble Tea richtig gute Hirten seid. Könnt ihr euch wohl auch als Schweinehirten versuchen? Ja, nu, Mensch. Araber sind geborene Cutting-Pferde. 5 Schweine sind ausgebüxt. Kannst du sie suchen und zum Schweinestall zurückbringen? Schweine sind sehr intelligente Tiere. Wenn du sie nur nah zum Zaun bringst, gehen sie von selbst in den Stall. Muss ich die Tür aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. So, da hinten kommt schon eins. Hallo, komm mal mit. Ich habe ein Schwein gefunden und es trägt deinen Namen. Warte mal, wir müssen hier wieder auf die Farm zurück. Oha! Stopp! Das sind zwar auch Fleckentiere, aber das sind nicht deine Verwandten. Dein Stall ist woanders. Komm mal mit. Komm mal mit. Es ist einfach so süß, wie die Schweinis rumhoppeln. Ich finde das so goldig. So, müssen wir mal gucken. Ist ja eigentlich easy. Die sind ja hier alle markiert. Aber ich glaube, ich kann theoretisch auch alle auf einmal einsammeln. Upsala.
So. Übrigens, da sitzt jetzt auch die Baroness. Wir können uns jetzt auch die Schleife bei ihr holen, wenn wir an 80 Rennen teilgenommen haben. Dazu fehlt mir noch ein bisschen was. Ich habe es einige Tage leider nicht geschafft, das zu machen. Das heißt, ich muss noch ein kleines bisschen Zeit investieren, bevor ich mir oder bis ich mir die Schleife holen kann. Aber ich freue mich schon drauf, weil die ist halt echt sehr, sehr hübsch, finde ich. Und ist eigentlich auch so eine ganz, ganz coole Fleißsache. Ich mag das, wenn man sich Dinge erarbeiten kann. Das finde ich immer ganz gut. Dann hat man wenigstens was zu tun. Ach, stopp. Die muss ich ja noch reinbringen. Gut. Schwein gehabt. Alle wieder da. Vielen, vielen Dank, Tiffany. Und da ist sie. Die Sabine. Oh, das gab 75 Erfahrungspunkte. Das ist aber nicht schlecht. Die Musik ist halt auch so cool. Guck mal hier, Bubble Tea ist übrigens jetzt auch schon Level 9. Die war am Anfang Level 1, als ich sie wieder aus dem Stall geholt habe. Tut mir ja so leid, dass ich dich von dieser reizvollen landwirtschaftlichen Tätigkeit wegreiße. Aber du musst jetzt mitkommen. Warum? Dass ich einfach so, ohne zu protestieren, einer von den dunklen Reiterinnen folge. Ist auch spannend. Sie ist eigentlich auch die Einzige, die halt schon aussieht, als ob sie volljährig wäre hier von allen. Sabine sieht aus wie 20, Anfang 20. Ja, könnte auch schon ein bisschen älter sein, theoretisch. Kann man schlecht schätzen, aber auf jeden Fall über 20. Du sollst mir folgen, nicht da hinten rumtrödeln. Ich bin doch schon da, Mensch. Hallo. Hier können wir ungestört reden. Hör zu, ich habe ständig an den unterschiedlichsten Orten wichtige Dinge zu tun. Ich brauche also eine Gehilfin. Oh, dafür gibt's Handschuhe. Dieses Festival ist zwar öde, aber ich sollte ja wohl trotzdem am Wettbewerb teilnehmen können. Aber diese Reitclub-Mädchen kommen mir ständig mit irgendwelchen Anschuldigungen und Gründen, warum ich von der Teilnahme ausgeschlossen werden soll. Tja, sie wissen, dass ich alle Schleifen gewinnen würde. Ich habe erst überlegt, die Verantwortlichen des Festivals zu bedrohen oder zu erpressen, aber dann hatte ich eine viel brillantere Idee. Was lieben diese eingebildeten Idioten mehr als alles andere? Dekoration. Also habe ich besondere Deko bestellt, um diesem Fest etwas mehr Glanz zu verleihen. Wenn ich das Festgelände ordentlich dekoriere, dürfte sie das überzeugen, mich teilnehmen zu lassen. Es wird zumindest dafür sorgen, dass mein Name in die Annalen des Reitsportfestivals eingeht. Und jetzt kommst du ins Spiel. Ich brauche jemanden, der Botengänge und lästige Erledigungen für mich übernimmt. Und du bist gut im Sachen holen und dekorieren. Oder hast wenigstens reichlich Übung darin. Warum du mir helfen solltest? Warum solltest du nicht? Du hast doch auch die Sache mit den Schweinen für mich gemacht. Ich weiß es genau. Tja, da das nun geklärt ist, erteile ich dir deine erste Aufgabe. Du musst eine Kiste abholen, die ich bestellt habe. Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Lass mich bloß nicht nach dir suchen. Davon bekomme ich schlechte Laune und das möchte niemand. Okay, Handschuhe haben wir schon mal bekommen. Schön cool. Sabines Handschuhe sind auch Chumpy-tauglich. Schütze deine Hände, während du Sabine schmutziger Arbeit machst. 1000 Schillinge würden die bringen, wenn ich die verkaufe. Was ich natürlich nicht machen werde, weil das ist halt... Ich verkaufe so Sachen, die ich als Questbelohnung bekomme, nie. Weil man sich da auch immer drüber ärgern kann später. Den Wettkampf feiern. Hä? Bin ich blöd? Wo haben wir denn jetzt die Quests? Also wir haben jetzt hier noch Quests mit Scotts umherstreifenden Tieren und den Rotes Band Trail Ritt. Das wollte ich jetzt aber nicht mit euch machen, weil das haben wir ja schon mal gemacht. Aber ich habe jetzt gerade, ich habe keine Ahnung. Real Talk, ich habe keine Ahnung, wo die Quest weitergeht. Aber vielleicht muss ich auch erst die anderen beiden machen, bevor ich die hier bekomme.
Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, Ten hat die Quest mit den Tieren und mit dem Rotes Band Trailritt. Wobei ich die jetzt auch gar nicht unbedingt alle annehmen brauche, weil wenn ich die jetzt eh nicht direkt im Anschluss mache, dann... Ah ja, hier. Guck, haben wir 2 Frühlingsmarken bekommen und 10 Erfahrungspunkte. Einfach nur fürs Quatschen. Wo waren nochmal die Sets? Das sind die Sets, die ich kaufen muss. Genau. Ja, da muss ich auch mal noch ranklotzen. Da muss ich ganz dringend noch was tun, weil da will ich eigentlich auch noch das eine oder andere von haben. Aber hier wollte ich auch noch mal schauen. Das waren die Sachen vom letzten Jahr. Ach, da ist die coole Bobcat-Jacke, aber die ist halt nicht Jumpy-tauglich. Hier gibt's die Sachen, die ich mir gern noch holen wollte. Ja, und da ist halt einiges, was ich mir noch holen möchte. Ich habe jetzt noch 252 Frühlingsmarken tatsächlich zusammen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Satteltasche, die kann ich mir bei dem Araber angucken. Alles andere halt nicht. Ansonsten nur meine eigenen Sachen. Ja, der Pulli ist eigentlich auch cool. Ja, die Jacke hier, die ist natürlich auch ganz, ganz nice eigentlich. Die finde ich schon auch cool. Die Stiefel brauche ich jetzt nicht zwingend und dringend. Den Helm jetzt auch nicht unbedingt. Zaumzeug würde ich mir, glaube ich, holen. Den Sattel finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das muss ich mir aber nochmal extra angucken. Aber ja, das setzt so zusammen, ist eigentlich schon cool. Also ich glaube, das würde ich mir schon holen wollen. Ja, ich glaube schon. Also das Set hier so auf jeden Fall mal. Kaufen wir uns das Zaumzeug, die Gamaschen, den Sattel und die Satteldecke. Und die Tasche, die nehme ich auch schon mit. Oh, ich kann hier noch Sachen verkaufen. Da haben wir doch noch mal ein bisschen Geld. Ja, die kann ich alle bei dem Pferd nicht nutzen. Der Helm ist schon auch cool. Also das Set, das finde ich generell hübsch, muss ich sagen. Wie viel habe ich noch? 137. Die hole ich mir, glaube ich, auch schon. Jetzt kann ich die mal anziehen und mir mal angucken, wie die Strümpfe aussehen. Okay, so. Ich ziehe jetzt aber erstmal trotzdem wieder die normalen Stiefel an, aber die finde ich schon cool. Die finde ich schon cool. Ja, den Pulli, den nehme ich auch schon mal mit, weil der ist halt auch schick. Die Handschuhe finde ich auch schön. Zaumzeug goldene Glorie. Die Bandagen finde ich auch cool. Die Decke, die nehme ich auch schon mal mit. Ich habe eh noch ein paar Marken. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal das ein oder andere hier auf den Kopf gehauen, in Anführungsstrichen. Ich habe es ja nicht auf den Kopf gehauen. Es macht ja Sinn, dass ich mir die Sachen hole, wenn sie mir gut gefallen. Ja gut, aber ich weiß jetzt halt nicht. Ich weiß nicht, wann und wo und wie ich die andere Quest bekomme. Keine Ahnung. Vielleicht halt wirklich... Wie gesagt, das hier mit Scott, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Das ist es mit dem Esel und sowas. Die Tiere, die man zurückbringen muss. Was man auch jeden Tag als Daily machen kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Gut, falls ihr da mehr wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!